Die neue Elektrorad ist da. Einsteiger-Spezial. Machen wir doch mal einen kleinen Blick ins Heft. Das ist das Titelbild. So kann man es dann im Kiosk finden. Gehen wir mal rein. Hier ist die Inhaltsangabe. Viele interessante Themen. Große Typenkunde. Einzeltests, Dauertests sind mit dabei. Natürlich auch Revierberichte und viele technische Infos. So, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Hier zum Beispiel ist eine Geschichte über die verschiedenen Fahrradtypen. Wenn man mal weiß, was für ein Typ man ist, findet man auch das richtige Rad. Und die Redaktion erklärt, was man, wenn man zum Beispiel ein Tourentyp ist, für ein Rad benötigt. Hier genau erklärt die einzelnen Punkte und welcher Akku und welcher Motor der richtige für das Tourenrad ist. Und so spielen wir das mit den verschiedenen Typen dann durch. Gehen wir mal weiter. Hier ein Blick in einen Test über Sparklassenräder, also günstige Räder, E-Bikes unter 2000 Euro, gibt es etliche. Wir haben 4 Stück davon vorgestellt. Mit den Details in ausführlichen Testberichten hier ganzseitig, was die Konkurrenz gar nicht so macht. Dann gehen wir mal weiter in den Bereich der Service- und Kaufberatungsthemen. Top oder Schrott? Schrott ist oftmals die Frage. Gebrauchte E-Bikes, worauf muss man achten? Die Redakteurin hat die einzelnen Details sich herausgesucht und sagt Ihnen, auf was Sie achten müssen. Hier ist ein Bericht über die optimale Bikebremse. Wir waren bei einem Bremsenhersteller, haben die Bremse mal durchprüfen lassen. Wie ist das Nässebremsverhalten bei Trockenheit? Diese Dinge, die man auch wissen muss. Wissen, jetzt hier Dauertest, wissen muss man auch etwas über hier. Unseren kleinen Krimi, den wir erlebt haben. Ein Dauertestrad ist von uns gestohlen worden. Wir haben es dank GPS wieder selbst gefunden und dann auch wieder aus Prag zurückgeholt. Hier sehen Sie auch, wie so eine Hehlerbude ausschaut. Eine ganz interessante Geschichte, die sich echt zu lesen lohnt. Ein Blick zu unserer Leserreise. Gipfeltreffen ist es überschrieben. Wir waren ja mit unseren Lesern am Gardasee unterwegs und haben hier ganz interessante Details fotografiert, wie die Leute sich wohlgefühlt haben. Eine Idee vielleicht für Sie, auch mal mit uns mitzukommen. Natürlich ist in diesem Magazin auch das Thema Tourismus drin. Nach hinten mal rein. Hier. Wir stellen das schöne Trifelsland in der Pfalz vor. Ich denke, das wird Sie begeistern. Vielleicht sollten Sie auch mal Deutschland entdecken. Das ist das große Thema, das wir demnächst in dem Heft spielen werden. Insofern lohnt sich bestimmt der Blick ins Heft. Insofern schauen Sie sich das Magazin an. Macht Ihnen bestimmt Freude. Ich kann es nur empfehlen.